Und wir sind wieder drin. Okay. In aber den Tiefen. Ist denn der tiefsten Tiefen der Hölle verschwunden? Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeiten als Trainer. Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ich so hart und eifrig trinke. Was? Lol, das hat er. Dann verschlägt es mir fast die Sprache. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinem Pokémon wirklich mit Bravour gemeistert. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Hildegard, herzlichen Glückwunsch. Jetzt nimm dir den Kristall aus dem Sockel. Oh ja, der ist ja noch da. Mhm. Der Schönheitskristall. Der ist Kristall. Oh, der sieht ach, aber der Normalkristall. Oh. Ta-ta-ta! Prüfung bestanden! Yeah! Penis ist gestanden! Wow. Gestern Nacht wurde der verdächtige Penis festgenommen. Er hat gestanden. Normium Z. Normium, das klingt so. Ich kenne jemanden, der Norman heißt. Ja, ich auch. In Höhen. Ja, stimmt, das ist der Vater. Normium Z wurde in der Kristalle. Lustigerweise, ja. Mein Vater heißt nicht Norman, aber ich habe jemanden anderen in der Familie, der Norman heißt. Und dementsprechend kann ich mich mit der dritten Generation irgendwie nicht abfinden, weil da ist mein Vater derjenige, der eigentlich anders mit mir verwandt ist. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch in Berlin so läuft. Aber oh. Hey, hey, hey. Normiums wurde in der Kristalletasche verstaut. Moment, ich muss mal schnell was tun, damit ich hier ein bisschen mir Geld überweisen. Bild bekomme. Damit alles ein bisschen heller aussieht hier. So. Einfach eine weiße Fläche aufziehen. Ja. Top. Offen. Ja, I see what you did. Ja. So, Kristalltasche, okay. Jawohl. Yes. Was du da gerade erhalten hast, ist als Kristall des Typs normal. Mhm. Er wird auch Normiums genannt. Du solltest ihn unbedingt einem Pokémon geben, das normale Attacke einsetzen kann. Mhm. Was ist YMCA. Dann musst du nur noch diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du mit Normalattacken die fulminante Z-Kraft. No, Z-Kraft, pardon. Z-Kraft, ja. So viel dazu. Nun weiter im Sex. Nun weiter im Sex. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfung abgehalten werden, erwartet dich immer ein besonders starkes Pokémon. So wie Radikal gerade eben. Außerdem unterstützen die Pokémon in Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm diese Superbälle zur Feier des Tages. Greif tief rein. Zwei Superbälle erhalten. Deine Pokémon haben bravourös gekämpft. Warte, ich mache sie eben wieder fett. Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Greif mir doch bitte in die Hose. Komm doch bitte zu Route 3. Komm doch bitte auf Route 3. Wie lieber, warte draußen auf uns. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, den Weg runter, da unten lag ja noch eine TM. Ah! Lol. Na, dann gib mal her. Fangen? Radfratz, meine ich, ist das ja. Ja. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Was kann ich denn jetzt damit machen am besten? Feuerzahn. Meinst du? Das ist weg. Ja, Schläger ist wirkungslos, Kratzer ist für Muschis. Obwohl, du hast einen hohen Angriff, insofern. Ja, aber ich meine, es ist ja auch so, Kratzer ist wahrscheinlich noch, nein, ein Volltreffer. Volltreffer, jawohl. Okay, ich muss es nicht fangen, ich kann es mir auch irgendwann anderen Mal. Genau, alles offscreen. Sorgen. Offscreen vervollständigst du dann auch den Pokédex. Schnüffler ist scheiße. Ja. Hey Junge, hat Schnüffler nicht alle. Das passt aber auch wieder zu Mango Spector Schnüffler. Ach, werden die sich wahrscheinlich auch gedacht haben. Meinst du, das ist doch alles sprachlich, die kennen doch die deutschen Übersetzungen nicht immer.
Nö, aber die sind relativ nah dran in den meisten Fällen. Gerade bei den modernen Spielen. Ja, was ist mit Ampelleuchte? Was ist das überhaupt für eine Attacke? Eine Käferattacke namens Ampelleuchte. Ja. Wie kommst du gerade auf Ampelleuchte? Keine Ahnung, weil das ist so eine Attacke, die ist mir im Gedächtnis geblieben als eine mit einem sehr merkwürdigen Namen von einem komischen Typ. Aber jetzt gibt's hier Zubat. Ampelleuchte, Signal Beam. Ja, ist so Signal übersetzt. Beam. Auf anderen Sprachen. Signal Samurai. Hi. Auf Japanisch auch Signal Beam. Double Rayu. Rayon Signal. Ach nee, ist Französisch. Rayon Signal. Oh. Rayon Signal. Auf Italienisch Signal Radio. Rayon Signal Beam. Ja, weil das halt die drei Farben hat und leuchtet. Ah, da ist der wieder. Also, ja, meine Stimme macht das nicht mehr lange mit, deshalb. Ja. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Von den Pikmin. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter, ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du alles verstanden? Ja. Dann sieh jetzt zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Elima. Wow, weggezaubert! Nicht dein fucking Ernst. Voila, und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Mele Mele bin ich der einzige Captain. Sprich, es gibt hier auch nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Hala Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Mhm. Irgendwann. Och, guck mal. Professor Kokui. Kokui. Hallöchen. Jojo. Das sind Bären. Oh, Hildegard. Elimas Gesicht noch so toll. Achso, dann ist die Prüfung wohl bestanden. Das scheint ja nicht gut auszusehen. Das schreit ja noch eine Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säuselstimme die Kraft. Oh, immer mit Attackennamen, ey. Wähle zunächst ein Kristall in deiner Kristalltasche aus. Ja. Finde diesen Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Der ausgewählte Kristall zeigt Wirkung, wenn ein Pokémon Attacken desselben Typs hat. Ja. Gibst du ein Pokémon? Wenn ein Pokémon ein Kristall zum Tragen, kann ich im Kampf die Kraft einsetzen. Diese Kristalle werden übrigens nicht verbraucht. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Okay. Nice. Also sind das keine Trage-Items. Schau mir gut zu. Schwupp. Huch. Irgendwie hat es jetzt gerade was gerattert. Jetzt ist es weg. Ein Fakano. Fakano. Fakanos. Was? Nichts. Wenn du eine normale Attacke eines Pokémons auseinandernimmst, dann kannst du die Zeitgefahr sehen. Also doch als Trage-Item, hä? Ich bin verwirrt. Ja. Z-Silberblick. Oh, weia. Wusch. Power Rangers Verwandlung. Aber in die Megasorts. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Z-Stein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Kukui. Oh, Sailor Bang. Moon. Oh, wow. Pokémon. Du kannst es tun. Oh, Pokémon. Puh, durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf sein Pokémon. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Och, schade. Ist das alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Professor? Oh, Schreck. Das hätte ich beinahe vergessen. Ich habe Lily auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen, Hildegard? Dann werde ich zur Sicherheit nochmal in der Höhle nachsehen. Ach so, andere. Richtig. Wir sollten uns aufteilen und nach ihr suchen. Jo, jo, jo. Ziemlich nachlässig. Ja. Bären. Ja. Ja, aber auf was wende ich mein Z-Kristall an? Ich meine, okay, wir haben Kratzer. Bei ja, Haltung. Macht Sinn erstmal fürs Erste. Ja.
Oh, dann ist es ja Skratzer. Skratzer. Skratzer, Eiskratzer. Erstmal das. Skratzeis. Skratzeis. Skratzbaum. Er hält spezielle Erfahrungspunkte. Zellkristall und Bären. Zellkristall und Bären. Bären, 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 Bären. Oh, so viele Bären. Lol. Wetten, es ist ein Krabox. Warum sollte es ein Krabox sein? Weil die gerne Bären fressen. Ein Krabox! Wow. Und Era Demonstrandum. Welche Kampf, Typen? Kampfwasser. Kampfwasser. Okay, dann werde ich mal zusehen, dass ich mit Feuerzahn es nur schwäche erstmal. Ja. Hauptsache, du lässt deinen Mizunder draußen. LOL. LOL. Sicher, dass es Wasser war? Ja. Dann ja. Ich einen anderen an zwei Typ haben. Ja, Kampf. Ja, aber Kampf ist doch nicht. Das war eine normal effektive Attacke. Das Hä, es ist doch nur Kampf sogar. Ah. Aber ja, trotzdem. Citrubeeren und Persimbeere und noch eine. Ach, genau, und die Entwicklung war Eiskampf, glaube ich. So. Ah. Also nicht Wasser, oh, ja. Das wäre ja noch schlimmer bei Eiskampf. Es liegen noch mehr Bären. Boah. Alter Schwede. Okay, naja, vielleicht. Zetium, Zetium, Normalium. Zundrium. Valium, Opium. Opium Z. Opium Z. Einsetzen. Ein. Ah. Alkoholen. Ja. Aha. Also doch austauschen. Naja, gut. Ja, mein Gott. Oh. Wollen wir dann die Flinkklaue vielleicht Fakemon geben, damit es mit Gena auf jeden Fall zum Zug kommt? Ja, ja. Gute Idee. Wo ist denn die jetzt? Ganz unten irgendwo? Da. Ja. Silberstaub stärkt Käferattacken. Aber wir haben keine Käferattacken. Hm. Okay. Jogi, alles cool. Alles gut, alles gut. Durch. Mal in-game speichern? Ja, das sollten wir mal. Stimmt. Kling. Blöckchen. Und weil wir so... Wir waren da jetzt gerade mal 5 Minuten. Ja, aber sicher ist sicher. Okay. Außerdem, es wäre eigentlich immer gut zu speichern, wenn man auf die Aufnahme schaut. Da fliegt ein Pokémon. Schnapp's dir. Ah. Von oben kommt's, genau. Ja, ist ja geflogen, ne? Ja, eben. LOL, ein Skullek. Nice. Oh Gott. Unlichtflug. Unlichtflug. Interessant, interessant. Ich mach mal einen normalen Kratzer drauf. Oh, ich hätte so gern mal die Z-Kraft gesehen. Aber doch nicht, weil... Obwohl, aha. Ich will es eigentlich doch mal fangen und dann... Es ruft um Hilfe? LOL. Seit wann können das normale Pokémon? Keine Hilfe aufgetaucht. Aber niemand kam. Opfer. Ah nein, aber das... ich habe letztens mal Undertale gespielt, das ist auch schön. Da gibt es eine Möglichkeit, wenn man so zu viele Monster besiegt hat, dass da einfach kommt und niemand kam. Hm. Das bedeutet dann meistens auch, dass man auf der Genozidroute ist. Das ist echt schön. So, Beutel. Was für ein Ball wollen wir mal nehmen? Ich will nicht, dass alle in einem Pokéball sind, aber naja. Das ist der einzige, der aktuell Sinn macht, warenwirtschaftmäßig. Ja. Weiß ich nicht, ich würde ja auch gerne mal ein legendäres Pokémon in einem Nestball oder sowas fangen. Na, ist die Chance aber sehr gering. Ich weiß. Na, Windstoß. Es ruft um Hilfe und? Was passiert jetzt? Niemand kam. Oh, was für ein Opfer-Pokémon. Oh, ist das. Und die geil. Eltern auch so. Ohne Spaß, so lieb hatten wir den jetzt auch nicht. Jetzt aber. Na, sieht gut aus. Jawohl. Drin. Skullig bin für Windelmatz. Windelmatz. Oder oder Hosenmatz, sagt man ja. Hosenmatz, genau. Weil es ein Vogel ist und eine Windel an. Ja. Ja, stimmt. Hosenmatz. Piepmatz, Hosenmatz. Ist übrigens ein Schädel, ne? Aha. Ja. Naja, mal gucken, was der Pokédex-Eintrag sagt. Dieses Pokémon ist noch sehr verspielt. Seine Flügel sind noch zu klein zum Fliegen. Es kann sich also nur hüpfend fortbewegen.
Ruft es um Hilfe, interessiert es jeden einen Scheiß. Also wie war das, Hosenmatz? Ja, versuch mal mit Touch-Eingabe, ne? Ja, mach ich. So. Yay. Juhu, und das ist jetzt nicht gestattet, nein. PC, oder? Ja, PC. Na, weg damit. Joa. Oh, das ist jetzt aber hartnäckiger Dreck. Ja, ja, das, da brauche ich die Bürste. Ah, hast du schon mal gehabt? Ja. Oh, schön, schön, schön. Alles wieder sauber. Ja, vielleicht ein paar Mal schön, streicheln. So. Vielleicht kriege ich dann auch irgendwann mal vier so eine... Ja, müssen wir zu Phrasen auch. Ja, genau. Erstmal so lange, bis nicht mehr so viele Herzen auftauchen und dann gebe ich ihm Futter. Oh! Ich glaube, es hat jetzt Level 4 erreicht. Na, warte mal, gehen wir noch ein rotes. Dann müssen wir später mal neue kaufen im Café. Ja. Naja, man kann ja nur die zu Getränken dazu kriegen irgendwie. Gucken wir mal, wie sieht's denn genau aus? Ja, es sind tatsächlich 4. Das heißt, dieses Pokémon wird im Kampf eventuell schon irgendwelche extra Aktionen durchführen. Ein Salto! Ja, der überhaupt nichts bringt. Springt in gegnerische Attacke. Oh, da liegt was. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Kraftfeder. James Woods.